Hallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare zu einer weiteren Ausgabe Dreamcast Reviews. Für Segas letzte Heimkonsole sind viele tolle Rennspiele erschienen, aber nur eines davon wagte etwas komplett Neues. Die Rede ist von Crazy Taxi, welches 1999 in der Spielhalle erschien. Es war eines der ersten Games für die damals brandneue Arcade-Hardware namens Naomi. Die Heimversion kam nicht einmal ein Jahr später auf den Markt und sieht ihrem Vorbild zum Verwechseln ähnlich, da das Dreamcast im Prinzip ein Naomi-Board für zu Hause ist. Doch lang genug drumherum gefaselt, ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Review zu Crazy Taxi. Here we go! That's it? Get in already. Thanks! Take me to the cable car! Okay. Das Gameplay von Crazy Taxi ist wirklich sehr simpel. Ihr seid Taxifahrer und müsst Fahrgäste einsammeln und zu ihrem gewünschten Ziel bringen. Doch wie unterscheidet man potenzielle Kunden von normalen Passanten? Ganz einfach. Alle, die mitfahren wollen, haben ein farbiges Logo über sich. Außerdem stehen sie in einem Kreis, der euch anzeigt, in welchem Radius ihr anhalten müsst, um die Leute mitzunehmen. Die Farbe des Symbols gibt übrigens darüber Auskunft, wie schwierig und wie weit der Weg sein wird. Rote Logos sind immer nur ein kurzer Weg, grüne sind ein langer Weg, gelb und orange ist irgendwo dazwischen. Für das pünktliche Abliefern eines Fahrgasts gibt es eine Menge Kohle. Aber ihr könnt sogar noch mehr Geld bekommen, wenn ihr ein paar Stunts vollführt. Zum Beispiel über Rampen durch die Luft abheben, aber auch durch normale Hügel runterfahren könnt ihr ganz schön schnell in der frischen Luft landen. Die Welt ist nämlich ähnlich zu San Francisco aufgebaut. Außerdem gibt es noch Geld, wenn ihr driftet oder ganz knapp an anderen Autos vorbeifahrt, aber diese trotzdem nicht berührt. Crazy Taxi ist ein absolutes Highscore-Spiel und perfekt für zwischendurch. Neben der Arcade-Stadt, die es auch im Spiel an Automaten gibt, gibt es noch eine weitere Stadt unter dem Originalmodus. Außerdem könnt ihr einstellen, ob ihr für 3, 5 oder 10 Minuten arbeiten wollt. Den ultimativen Kick bekommt ihr aber, wenn ihr die Arcade-Regel nehmt. Dadurch könnt ihr quasi unendlich spielen, wenn ihr das Ganze denn schafft und möchtet. Ihr könnt nämlich eure Zeit immer wieder auffüllen durch neue Fahrgäste. Noch mehr Sekunden werden euch natürlich gut geschrieben, wenn ihr diese schnell ins Ziel bringt. So ist es mir zumindest schon passiert, dass ich Crazy Taxi eine ganze Stunde lang am Stück gezockt habe, ohne Game Over zu gehen. Am Ende einer Spielsession wird natürlich abgerechnet und das durch einen der verrücktesten Sprecher der Videospielbranche ever, den ihr euch jetzt unbedingt mal anhören müsst. Alright, it's time to check out how you did today. Now let's take a look. Awesome! That's it! You're the crazy coolest cat I've ever seen! Can you get any better? Okay, beat your own record next time. See ya! Game over. 4 Charaktere stehen euch zur Auswahl, alle mit verschiedenen Stärken und Schwächen bezüglich Steuerung, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Genauso simpel wie das Gameplay ist auch die Steuerung. Mit dem D-Pad oder dem Analogstick bewegt ihr euer Taxi. Mit den Triggern des Controllers könnt ihr analog Gas geben und auch bremsen. Mit A bzw. B könnt ihr zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln. Macht ihr dies schnell hintereinander und gebt daraufhin Gas, so könnt ihr jederzeit einen Turbo zünden. Das mache ich ständig und empfehle ich jedem. So kann man eine ganze Menge Zeit sparen. Mit X bzw. Y kann man sich auch nochmal das Ziel einblenden lassen und wie viele Meter bzw. Kilometer noch übrig sind. Sega hat aus ihren Fehlern von früheren Arcade-Umsetzungen gelernt und nicht einfach nur das Spielhallenspiel 1:1 umgesetzt. Wie gesagt, gibt es 2 verschiedene Städte, aber es gibt noch den Crazy Box Modus. Der Crazy Box Modus ist eine Ansammlung von Minispielen, die ihr nacheinander freischalten könnt. Hier müssen so Sachen gemacht
gemacht werden, wie in einem Zeitlimit alle Ballons kaputt fahren oder so viel driften wie möglich, einen Weitsprung mit eurem Taxi vollführen und so weiter und so fort. Das Ganze gipfelt dann in der schwierigsten Aufgabe, indem ihr die Arcade-Stadt quasi einmal in einem großen Kreis umrunden müsst und das natürlich in einem knackigen Zeitlimit, was aber trotzdem super spaßig ist. Hier mal ein kleiner Zusammenschnitt diverser Minispiele aus dem Crazy Box Modus. Wenn ihr alle Minispiele erfolgreich absolviert habt, dann gibt es noch einen kleinen Bonus. Ihr könnt nämlich in Crazy Taxi auch Fahrrad fahren. Das ist noch abgedrehter, da euer Charakter genauso schnell strampeln kann, wie er auch mit dem Automobil unterwegs ist. Und ihr könnt natürlich auch alle Crazy Box Missionen nochmal mit Fahrrad spielen, wenn ihr mögt. Menschen überfahren kann man in Crazy Taxi allerdings nicht. Egal ob jung oder alt, sie sind alle Hochleistungssportler und springen im letzten Moment zur Seite. Dank Clipping-Fehlern auch gerne mal durch Gebäude und andere Autos hindurch. Normalerweise erzähle ich euch ja erst etwas zur Grafik und danach zum Sound. Bei Crazy Taxi ist es aber anders. Egal ob Hauptfiguren, Fahrgäste oder der Sprecher des Spiels, Sega hat alle richtig gut gecastet. Jede Stimme passt perfekt. Fahrgäste sind voller Emotionen, egal ob ihr sie pünktlich oder zu spät zum gewünschten Ziel bringt. Der Punkrock-Soundtrack von Bad Religion und Offspring wirken so, als würden sie extra fürs Spiel geschrieben worden. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Diese Lieder gab es schon vorher. Aber sie passen nun mal wie die Faust aufs Auge und ihr bekommt dadurch richtig Lust, schnell durch die Gegend zu heizen. Nun ein paar Worte zur Grafik. Egal ob ihr Telefonzellen, Kisten oder andere Autos umfahrt, ob Passanten zur Seite springen, was auch immer alles passieren mag, das Spiel läuft stets flüssig mit 60 Bilder pro Sekunde. Die Umgebung und das Taxi sind schön detailliert gestaltet, außerdem wirft euer Fahrzeug einen Schatten, der sich je nach Sonnenposition verändert. Ein Feature, welches damals nicht selbstverständlich war. Leider gibt's am Horizont doch einige Pop-Ups. Was allerdings nicht sonderlich stark auffällt, da ihr euch ja auf den Verkehr konzentrieren müsst. Schade nur, dass es keine Schadensmodelle bei den Autos gibt. Kommen wir doch mal zum Ende für heute. Ich habe keinerlei wirkliche Kritik an Crazy Taxi. Der Umfang stimmt dank Crazy Box Modus und es lädt immer wieder ein, auf Highscore-Jagd zu gehen. Das Spielprinzip ist ähnlich wie bei Tetris einfach nicht tot zu kriegen. Vielleicht könnte man sich beschweren, dass es pro Band nur 2 Lieder gibt, also insgesamt nur 4 Stücke, die sich dann doch oft wiederholen. Aber hey Leute, ihr könnt auch einfach in den Optionen die Musik ausschalten, macht eure Stereoanlage, euer Handy, Computer oder sonst was an und hört dazu einfach andere Musik. Ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts zu meckern. Ich spiele das Spiel, seit es bei uns auf den Markt gekommen ist und kann nicht genug davon bekommen. Übrigens braucht ihr noch nicht mal einen Dreamcast, wenn ihr das spielen wollt. Es ist auch für diverse andere Plattformen, wie zum Beispiel den GameCube und die PlayStation 2 geportet worden. Und diese Versionen sind sogar noch günstiger als die Dreamcast-Fassung. Auch eine PC-Variante gab es und später noch als Xbox 360 und PlayStation 3 Download, aber ich glaube, die wurden aus den Shops verbannt. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr von Crazy Taxi haltet. Das würde mich doch sehr interessieren. Und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Alle 14 Tage immer sonntags gibt's ein neues Video auf meinem Kanal. Liken, kommentieren und abonnieren, dafür wäre ich euch sehr dankbar und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Martin. Tschüss.